dann habe ich mich mal gefreut. Ja, Thema Musikvideo, das haben wir auch komplett selbst in die Hand genommen. Und da fing es dann natürlich an. Welches Lied nehmen wir dafür? Das muss natürlich ein Lied sein, was wir auch selber mit unseren eigenen Mitteln umsetzen können. Und zusätzlich muss es natürlich auch noch ein gutes Lied sein, ne? Da sind wir dann auch wirklich schnell auf ein neues Jahr gekommen, weil da kann man ja schon, ne, mit eigenen Mitteln eine kleine Love Story zum Beispiel machen. Dann haben wir uns zusammengesetzt alle und so eine Art Drehbuch geschrieben. Von diesem Drehbuch wurde dann am Ende des Tages vielleicht wirklich die Hälfte umgesetzt, weil uns manchmal ein paar Striche durch die Rechnung gemacht wurden. Wir hatten erst was anderes vor bei einer anderen Location, dann wurde uns die Location abgesagt. Dann hatte einer von unseren beiden Darstellern abgesagt, dann mussten wir da vor Ort dann noch schnell irgendwas improvisieren, damit wir uns nicht umsonst getroffen haben und das, was trotzdem noch Sinn macht. Letztendlich ist es natürlich dann doch noch zu einem guten Video geworden, wie ich finde, wo man es auch nicht anmerkt, dass das jetzt vielleicht doch vorher anders geplant war, als es jetzt ist. Ja, unsere beiden Hauptdarsteller in dem Video, Mareike und Simon, das sind selbst Freunde von uns, die sich dann wirklich dazu bereit erklärt haben, in dem Video mitzuspielen und das auch wirklich sehr gut gemacht haben, muss ich sagen, weil es sind natürlich beides keine Schauspieler, aber sie haben es trotzdem auf alle Fälle gut rübergebracht, alles. Und los, schön den Abstand halten, also versuchen. Ja, du musst trauriger gucken. Ja. Simon freut sich, er genießt es einfach. Der Chef trinkt wieder Kaffee hier, ne? Was ist denn hier los? Ja, also von der Story her ist das ja so, dass wir halt diese beiden Hauptdarsteller haben, Simon und Mareike. Am Anfang sieht man ja, dass zu dem Zeitpunkt noch eine unbekannte Person mit Mareike halt quasi, ja, anscheinend fremdgegangen ist. Und der Simon dann ganz wütend den mal richtig aufs Maul haut und dann wütend das Haus verlässt. Währenddessen kriegt er natürlich immer wieder diese Erinnerungen daran, wo er halt noch mit ihr zusammen war, ne, wo sie schöne Tage verbracht haben, im Kino, Braunschweig, da am Hafen, im Mustang gefahren sind. Dennoch sieht man ja auch immer wieder Situationen, wo er dann alleine ist, zum Beispiel da auf den Rummel, ja, man sagt, glaube ich, Rummel dazu, oder Schützenfest-Rummel, wo er da dann ja seine Wut ein bisschen rauslässt auch, ne, da diesen Box-Ding da boxt und eine Rose schießt. Er weiß nicht, wohin mit der Rose. Er kauft sich zwei Bier. Er weiß nicht, wohin mit dem anderen Bier. Er hat es dann wahrscheinlich selber getrunken. Aber ja, das ist das nochmal so symbolisiert halt, dass er quasi jetzt allein ist. Aber dass es natürlich auch immer weitergeht, ne, dass er jetzt nicht da irgendwo, ja, in sich zusammenfällt, was weiß ich, sondern es geht immer weiter. Später kommt dann, ne, dieser Rückblick, wo sie beim Tätowierer sind und da kommt dann dieser Aha-Moment, denn dieser Tätowierer ist die Person am Anfang, die dann mit Mareike quasi fremdgegangen ist. Ja, ich finde, dass das Ende vom Video ist halt dann natürlich relativ offen, da kann sich jeder seinen eigenen Gedanken drum machen, weil er fährt ja dann mit seinem Mustang quasi in die Freiheit, sagen wir es. Und ja, ob es dann ein Happy End ist oder nicht, das bleibt einem selbst überlassen, würde ich mal sagen. Unsere eigenen Spielaufnahmen hatten wir dann relativ schnell auch eine Location für gefunden. Ja, diese verlassene Tankstelle gewesen. Sie sieht zwar verlassen aus, aber so verlassen ist die gar nicht. Denn vor dieser Tankstelle ist, ja, man kann es eigentlich echt Hauptstraße nennen oder eine stark befahrene Straße.
Und rundherum sind Wohnhäuser. Ja? Und da haben wir uns natürlich überlegt, können wir da jetzt einfach spielen? Oder müssen wir da vorher der Polizei Bescheid sagen oder den Anwohnern Bescheid sagen? Weil es macht natürlich eine Menge Lärm, wenn da einfach mal so ein Schlagzeug auf der Tankstelle steht und da voll reinhämmert. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, es niemandem zu sagen und einfach anzufangen auf gut Glück. Denn ja, man kann, selbst wenn es einem verboten wird, dann hat man vielleicht schon Material, was man benutzen kann. So der Gedanke dahinter. Und das hat dann auch wirklich ziemlich gut funktioniert. Also wir haben das Schlagzeug extra ziemlich zum Schluss aufgenommen, weil es am lautesten ist, und haben erstmal Socke aufgenommen, Janni aufgenommen, damit das schön leise ist, dass er nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und tatsächlich, wo dann das Schlagzeug dran war, was eine Menge Lärm macht, wie gesagt, kamen dann auch wirklich überall Leute. Selbst Autos haben angehalten, aber haben sich das alles nur angeguckt und waren total erfreut und total gespannt, was da jetzt überhaupt los ist. Es haben Kinder im Hintergrund gespielt und ja, es war ein richtiges Event da in dem Dorf. Und alle haben sich gefreut. Und wir dachten natürlich erst im ersten Moment, ach du Scheiße, ne, jetzt gibt's hier Ärger, was weiß ich. Aber nee, es haben sich wirklich alle darüber gefreut. Und es ist alles gut gelaufen. Was ist da los? Nee. Das machen wir so richtig professionell jetzt hier. Ja. Na los? Socke muss noch mal die Maske kurz hier. Schau zurück! Noch nicht zu spät!